Was ist ein Botox? Ich stelle kurz vor, die Frau Deppe brauche ich nicht vorstellen, den Herrn Witowski, den stellvertretenden Fachbereichsleiter Stadtgrün, stelle ich hiermit vor, und den Herrn Groß-Bruchhaus, der das Ganze hier verantwortet hat als Projektleiter. Aber erstmal leite ich jetzt an Frau Deppe über. Ja, herzlichen Dank. Wir freuen uns, dass wir heute hier stehen können und diese Maßnahme betrachten können. Da wird nämlich ganz deutlich, dass der Grünflächenbereich nicht nur pflegt, sondern dass er auch saniert und umbaut. Und das ist für uns in vielerlei Hinsicht ein gutes Projekt, weil wir einmal natürlich hier die Straße nochmal aufwerten mit der Maßnahme. Denn vorher, die großen Bäume haben doch mit dem Wurzelbereich sich immer mehr ausgebreitet, damit auch die Umrandungen zerstört. Es sah nachher wirklich nicht mehr gut aus. Wir sehen das ja auch in anderen Teilbereichen, die wir im Nachgang noch sanieren werden. Von daher haben wir hier einfach nochmal die Qualität verbessert und gleichzeitig, dieser Bereich steht ja auch unter Denkmalschutz. Ich denke, damit sichert man auch nochmal dieses Ensemble und wir sind sehr froh, dass wir diese Haushaltsmittel erstmal für diesen ersten Teil bekommen haben und hoffen, dass wir auch die weiteren jetzt demnächst umsetzen. Ja, wir befinden uns, wie die Frau Deppe schon sagt, in einem denkmalgeschützten Bereich. Das ist eine alte Arbeitersiedlung und sie wird eben wesentlich durch das Grün geprägt. Wir hatten auch schon in der Historie bereits hier Bäume, Straßenbäume gehabt. Ich habe Ihnen mal so ein Foto mitgebracht aus dem Jahre 1937. Das kennzeichnet nicht unbedingt jetzt gerade die Istizenostraße, sondern die Einsteinstraße. Aber man kann eine ähnliche Situation schon erkennen. Das heißt, das, was wir hier haben, ist eigentlich eine bestandserhaltende Maßnahme, wo wir eben versuchen, eine moderne, zeitgemäße Nutzung unter denkmalpflegerischen Gesichtspunkten wieder umzusetzen. Das würde ich ganz gerne mal an den Kollegen Groß-Bruchhaus weitergeben. Der Herr Groß-Bruchhaus zeichnet eigentlich jetzt für die Maßnahme als solches verantwortlich und hat die eben auch maßgeblich begleitet. Ja, also wir haben ja nicht nur die Bäume ausgetauscht, einfach ein Austausch war es nicht, sondern wir haben hier die alten vorhandenen Hochbeete, die für alle Bäume zu klein sind, von einer freien Fläche von 1,50 m mal 1,50 m auf große Beete umgebaut, die nicht mehr als Hochbeete sind, sondern ebenerdige Beete. Das hat zwei Vorteile. Einmal kann ich den Bäumen größere Flächen zur Verfügung stellen, nämlich jetzt bis zu 9 Quadratmeter, ohne dass hier Parkraum verloren geht. Und das andere hat den Vorteil eben, dass durch mehr Bodenfläche der Baum natürlich eine bessere Wachstumsbedingungen vorfindet. Die alten Bäume, die hier standen, Alnus Spätii, eine Kreuzung der Sanderle und der italienischen Erle, die ungefähr 1920 in der Baumschule Ludwig Späth entstanden ist, ist in Berlin in der Umgebung getestet worden als Straßenbaum auf diesen Sandböden. Da ist er auch sehr schön langsam gewachsen. Die Gartenamtsleiterkonferenz in Berlin damals hat die sich angeguckt, hat gesagt, tolle Bäume, die hätten wir auch gerne. Und so hat Leverkusen auch welche gekauft, weil wir auch welche haben wollten. Nur auf diesen schweren, nährstoffreichen Böden hier im Rheinland sind das eben keine kleinen Bäume mehr geblieben, sondern sie sind relativ zügig gewachsen und haben hier eine Größe erreicht, höher als die Bäume. Und da sie durch den engen Stand auch ein bisschen schneller gewachsen sind wie normal, wir nennen das in Fachkreisen vergeilt sind, hatten wir eigentlich ein ungesundes Verhältnis zwischen Kronengröße oben, die im Wind stand, und der Stammstärke. Das ist praktisch, als wenn sie im Segelboot ganz oben nur ein Segel dran machen und dann einen Sturm fahren wollen. Und um diese Gefahr zu verhindern, dass hier was umfällt, und um die Wurzelschäden an dem Pflaster auch auf dauerhaft zu verhindern, haben wir jetzt die Umgestaltung in dieser Form gemacht. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht, wie es in den beiden Straßen noch letztes Jahr aussah. Als nächste Maßnahme wird der Kaiserplatz und die Dünnstraße vorgenommen, danach Fantoffstraße und Liebigstraße. Eben immer so, wie wir Haushaltsmittel zur Verfügung haben. Frau Dezernentin, die sind schon genehmigt, die Haushaltsmittel, oder die müssen erst noch genehmigt werden? Die müssen erst noch genehmigt werden. Die kommen in die Haushaltsberatungen und dann werden wir sehen, was wir davon umsetzen können. Kannst du ein bisschen Baumschein machen? Baumschein? Ich habe gesagt, dass sie jetzt 9 Quadratmeter groß sind. Früher waren die 1,50 Meter mal 1,50 Meter, oder? Das sind 2,25 Quadratmeter, jetzt 9 Quadratmeter.
Die Richtlinie sagt eigentlich, wir müssen mindestens 6 Quadratmeter haben. Wir konnten aber durch Einbeziehung der Schrammborde, die man ja beim Hochbohrt, wenn man Hochbohr hat, muss man eine gewisse Fläche frei halten, damit die Autos sich nicht verschrammen. Da wir jetzt so tief sind, dass die Autos drüber fahren können, ohne sich zu verschrammen, konnten wir diese 50 cm rechts und links und auch die Fläche dahinter noch den Beeten zuschlagen. Also wir konnten ohne Parkplatzverlust auf 9 Quadratmeter im Durchschnitt gehen. In der Adolf-Bayer-Straße konnten wir sogar 2 weitere Parkplätze schaffen. Und das ist immer Standard, dass wir einen Baum haben, der jetzt noch ein bisschen geschützt wird und dann die Pylone, dass keiner doof parkt. Ja, das ist nicht Standard. Wir nehmen jetzt in Abstimmung mit der unteren Denkmalbehörde, haben wir natürlich jetzt hier ein Flachbord aus Klinker genommen. Das ist schon mal nicht Standard, sondern das ist dem Denkmalschutz gewidmet. Das andere ist, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass die Leute nicht durch die Beete fahren. Da haben wir dann natürlich hier eine Struktur, eine Betonkugel genommen, die in der Formsprache der denkmalgeschützten Anlage hier entspricht. Sonst normalerweise nehmen wir ja nur Findlinge. Das ist klar, der Dreibock, der Schutz ist nicht der Schutz des Baumes, sondern der hält den Baum jetzt gerade in der Zeit, bis dass er angewachsen ist. Denn die Wurzeln, er kommt ja jetzt mit einem Ballen, hat jetzt ungefähr einen Ballen von 80 cm Durchmesser, wird in 20, 25 Jahren einen Wurzeldurchmesser haben, hier von 8, 9 Metern. Also er kommt schon wieder unter der Straße, aber dann jetzt eben tiefer, weil er ja längere Strecke hat, bis das dann rankommt. Und um diese Zeit zu überbrücken, die ersten 2 Jahre, bis er angewachsen ist, kriegt er so einen Dreibock. Jetzt hat sich hier einer selbst verwirklicht, indem er die... Mhm. Da sind Anwohner, wir haben auch andere Beete weiter hinten, da sind auch noch Sommerblumen dazugepflanzt worden. Ja, also der Nachtbeleuchter ist dieser Herr hier, ja. Er möchte auch den Baum nachts sehen, sagt er. Wenigstens unten rum. Wir haben aber auch jetzt ein Beet weiter unten, da haben Leute schon Sommerblumen dazugepflanzt. Also die Maßnahme hat gar keine Probleme geschaffen hier beim Bauen, also ist eine volle Akzeptanz der Bevölkerung gewesen. Wir haben sonst, habe ich pro 10 Bäume einen Fall, dass die Leute den Baum nicht wollen. Wir haben jetzt hier 22, 8, fast 30 Bäume und keine Beschwerde. Was sind das für Bäume? Wir haben jetzt in der Johannes-Wislicenius-Straße eine Selektion der Säulenhainbuche, eine schlanke Selektion, die heißt Franz Fontaine. Das ist die Säulenhainbuche, eine Selektion. Dann haben wir in der Adolf-Bayer-Straße haben wir den Apfeldorn, das ist ein Krategus, bleibt klein. Und in der Adolf-Bayer-Straße haben wir nochmal eine Selektion von der Eiche, Säuleneiche, und zwar Fastigiata costa. Ich weiß nicht, haben wir das schon bestimmt? Nee. Also sind also die lateinischen Namen dazu. Also auch nur die Reste. Also hier also heißt die Carpinus betulus. Fastigiata Franz Fontaine. Das ist zu weit. Ja, vielleicht. Klar, also eine Selektion der Säuleneiche, Selektion der Säulenhainbuche und der Apfeldorn. Also, obwohl sie diese seltsamen Namen haben, wachsen die alle schmalkronig. Ne? Das sind alle säulenartig, schmalkronige Bäume. Und die werden auch nicht ganz so groß. Ne? Also die Größe spielt ja weniger eine Rolle als die Breite, weil so ein Straßenraum wird ja durch die Hausfassaden begrenzt. Und da kann es ein gewisses Konfliktpotenzial geben, das wird hier nicht eintreten, weil wir eben bewusst eine spezielle Baumart oder mehrere spezielle Baumarten ausgewählt haben. Okay, weil wir haben in dem Pressetext kleinwuchsig geschrieben. Ja, das heißt langsam, das heißt, man bezeichnet die, weil die langsamer wachsen. Ach so. Die wachsen relativ langsam, auch in der Höhe langsam, aber auch wenn ich langsam wachse oder wenn ich langsam gehe, komme ich an ein Ziel. Okay. Und der kann bei einer Säulenhainbuche auch mal 25, 30 Meter sein. Aber das hat eine Zeit von 80 Jahren. Interessiert uns alle hier nicht mehr so direkt, sage ich mal. Doch, es interessiert uns. Wir denken in solchen Zeiträumen. Wir im Gartenbau, wir denken so weit, wir werden es nicht erleben. Okay, das ist ja interessant. Ich vielleicht schon. Ja, aber ich werde dich nicht begleiten. Dann kommt noch die Standardfrage, wie viel Geld haben wir dafür ausgegeben? Bis jetzt 240.000. Für 3 Straßen? Für 3 Straßen. Wobei wir eben jetzt nur eben ein Beispiel haben. Aber Sie sparen auch in der Unterhaltung. Wir sparen jetzt natürlich in der Unterhaltung. Wir können nur die
Kosten nicht einzeln raussuchen, weil das immer in der Sammelrechnung gekommen ist. Da sind dann eben alle Straßen und das kommt vom TBL, die mussten wir bezahlen. Die Schäden, die die Bäume machen, bezahlt ja das Grünflächenamt. Das kam dann in eine Sammelrechnung der TBL, die jetzt aus den letzten 20 Jahren auseinanderrechnen, was ist jetzt hier Kolonie und was nicht. Achso, die, so die Straßenschäden auch, die anderen Bäume. Straßenschäden, die Bäume anrichten. Naja, es ist ja so, dass wir haben ja eben gesagt, dass einiges defekt ist. Das heißt, es muss immer wieder überprüft werden, muss gepflegt werden, muss im Zweifel dann repariert werden. Das haben wir jetzt erstmal nicht. Es ist halt erstmal alles neu, wie zu Hause auch. Wenn es erstmal neu ist, braucht man erstmal nichts machen. Vorher haben wir hier einiges an Pflegemaßnahmen halt machen müssen. Das ist natürlich schon eine Kostenersparnis, die man jetzt nicht genau beziffern kann. Und der Eigentümer wurde aber nicht irgendwie rangezogen, konnten wir nicht ranziehen. Das ist eine öffentliche Straße. Wir sind der Eigentümer. Ja, aber wenn mein Kanal kaputt ist, dann muss ich auch irgendwas zahlen, auch wenn es eine öffentliche Straße aber ist. Aber auch nur dann, wenn wir eine Grundinstandhaltung wieder machen. Also Sie zahlen ja nicht bei jeder Maßnahme. Ja.